Also ein paar einfache Missionen, ein paar sehr einfache Missionen sind auf jeden Fall dabei. Die kann man hier schnell erfüllen, hoffe ich. Jetzt brauchen wir erstmal hier ganz kurz Forschung zu den Waffen. Wo gibt es denn diese Forschung hier? Die dürfte gleich erforscht sein. Dann brauchen wir, warte mal, die China-Handelsroute, die können wir wohl gleich machen. Schokolade, machen wir das Kleinste, was geht, 5000 Einheiten. Und dann brauchen wir ein paar Botschaften, ne? Die müssen wir jetzt hier auch hinstellen. Zum Glück haben wir Geld ohne Ende. Die stellen wir jetzt einfach mal eine hier hin. Warte mal, ist das hier der Eingang? Ja, das ist der Eingang. Eins, zwei, nein, komm. Ihr könnt alle so ein bisschen in der Nähe sein. Eins, zwei, drei, genau. Drei Supermächte wollen eingeladen werden und damit haben wir jetzt auch endlich alle Supermächte, die Uns in dem wäre der eiserne Spiel Vorhang zu auftauchen können. Eismetall Schauen wir wert, nochmal ganz fragt der kurz. Das Präsidentin. wären Und wie China, soll das kosten? Russland, USA, Mittlerer Osten und die EU. Und es sind noch zwei Fraktionen dazu gekommen, die Intellektuellen und die Konservativen. Schauen wir uns mal die Intellektuellen an. Meine Güte, sind Sie El Presidente? Bitte nehmen Sie Platz. Ich stehe kurz vor einem wissenschaftlichen Durchbruch. Oder ist es ein Zusammenbruch? Man muss nicht verrückt sein, um hier zu arbeiten, aber wir sind es trotzdem. Ich bin Dr. Elena Culpepper, Präsidente. Stets zu Diensten. Haben Sie Bedarf an Superbrokkoli, Antikabelsalatkabel, selbstschmückenden Weihnachtsbäumen? Lassen Sie es mich wissen. Anti-Kabel-Salat-Kabel, die sind geil, die bräuchte ich selber auch ganz gerne. Also die Intellektuellen, vertreten durch Elena Culpepper, mögen Fortschritt, Gebäude mit neuen Technologien und Regierungswerkzeugen, die die Bedingungen für die Bevölkerung und die Umwelt mit Aussicht auf eine friedliche Gesellschaft verbessern. Sie mögen nicht veraltete religiöse und mittelalterliche Traditionen. Sie mögen keine Verordnungen und Arbeitsmodi, die rückschrittliche Denkweisen oder die Ausbeutung von Minderheiten befürworten. Und ich nehme an, wie immer, dem stehen die Konservativen natürlich entgegen. Selig sind Sie hier, um zu fragen, wie Sie die Welt zu einem besseren Ort machen können. Stimmt's, Präsident? Das wäre eine Fangfrage. Die Welt ist bereits ein besserer Ort. Und all diese neumodischen, schwachsinnigen, liberalen Ideen machen alles nur viel schlimmer. Vertrauen Sie Hector Delgado. Zu versuchen, Eier zu kitten, die gar nicht kaputt sind, ist der beste Weg, ein Omelett zu ruinieren. Hector Delgado. Tradition ist ihm wichtig, ihm und seinen Konservativen sowohl bei Gebäuden als auch in Hinsicht auf Regierungswerkzeuge. Sie würden ohne zu zögern persönliche Freiheiten gegen mehr Sicherheit, bessere Verteidigung und ein Land ohne ausländische Einflüsse eintauschen. Sie mögen keine fortschrittlichen Regierungswerkzeuge und bevorzugen Gebäude, die Sicherheit bieten und nostalgisch wirken. Okay, eine Irrenanstalt zum Beispiel. Könntest dich mit Francesca zusammenschließen, glaube ich. So, jetzt stellen wir hier rasch mal die Botschaften hin. Wir laden hier den Mittleren Osten ein und loben ihn gleich mal, damit wir hier die Zustimmung hinbekommen. Laden die USA ein und die EU. Dann müssen wir jetzt hier auch noch eine Pharma GmbH einbauen. Also jetzt passiert wieder richtig viel auf einmal. Also erst mussten wir ganz lange warten. Jetzt geht's plötzlich rucki-zucki. Und das ist, was ich ja meinte. Wenn wir das schon vorher wüssten, dann könnten wir natürlich schon alles vorbereiten. Wir könnten schauen, dass wir die Zustimmung hochkriegen. Wir könnten, gut, vom Mittleren Osten nicht, weil wir den noch nicht gekannt haben. Die Arbeitszufriedenheit könnten wir schon hochschrauben. Zu den Waffen hätten wir schon längst erforschen können und erlassen können. Also wir hätten schon bisschen was vorbereiten können tatsächlich. Zu den Waffen müssen wir jetzt hier erlassen. Wir haben es erforscht. Man ist nur. Müssen wir auf Stufe 3 bringen. Das kann jetzt also auch noch ein kleines bisschen dauern. Aber ich meine ja, wie gesagt, hätten wir das vorher gewusst, dann hätten wir das jetzt hier schon alles vorbereiten können. Die Pharma GmbH steht schon. Dann gehen wir jetzt hier zu einem Schokoladending. Machen daraus besondere Schokolade. Machen wir es gleich bei 2. Besondere Schokolade, dann haben wir hier gleich noch ein Feuer. Ah, wieder bei einer Hütte, okay, das ist jetzt nicht so dramatisch, bin ehrlich. Die Pharma GmbH, die braucht Öl, um Pharmazeutika herzustellen und die Pharmazeutika brauchen wir, um diese besondere Schokolade herstellen zu können. Ihr seid alle unterwegs, sehr schön.
Und ich sehe, man kann tatsächlich nicht alles auf einmal machen. Es geht immer nur entweder oder. Burg Hikone läuft gerade. Das heißt, die Freiheitsstatue wird noch nicht geraubt, erst wenn die Hikone fertig ist. Dasselbe gilt hier auch mit der Beute. Die kann jetzt erst weitergehen, wenn wir mit der Freiheitsstatue dann fertig sind. Bisschen schade eigentlich, weil das sind ja drei komplett unabhängig voneinander operierende Gebäude. Mittlerer Osten, wie schaut's aus? Das wäre die Botschaft hier. Wir müssen noch 14 Monate, 13 Monate warten, um hier quasi die Zustimmung nochmal zu erhöhen. Ich möchte, dass Sie etwas für mich tun. Hörte Sie. Machen wir Export Handelsroute mit Russland erfüllen, bezogen auf Schokolade. Das meine ich natürlich ganz, ganz gerne. Ach so. Oh nein, so weit waren wir noch nicht. Ah, ist egal. Okay, dann warten wir einfach mal. Wir werden ja jetzt hier, wenn wir 2000 besondere Schokoladen hergestellt haben, ist sowieso eine Exporthandelsroute angeboten bekommen. Hier brauchen wir aber noch Öl. So, jetzt ist hier endlich Öl drin. Sehr Ein gut. guter Anführer hört auf sein Volk. Nein, 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 nein. Also ja, tut Die er, Bürger aber verlangen jetzt nach nicht. Wahlen, Präsident. Wir erkennen ein Problem bei der Spaßzufriedenheit an. Nee, Sicherheitszufriedenheit. Machen wir mal das so. Dann Fraktion. Loben wir die Militaristen, weil die sind da ganz weit unten. Die müssen wir also loben. Supermacht beschuldigen tun wir jetzt mal keine. Wir wollen uns mit keiner verscherzen und dann versprechen wir natürlich wieder, die Sicherheit zu verbessern. Volk von Tropico, ich bin es, euer Präsident. Ihr habt euren Glauben an mich bewiesen und dieser Glaube soll belohnt werden. Jeder Einwohner So, wie von sieht es jetzt hier Tropico wird aus mit der bekommen, besonderen was er Schokolade? Wir verdient. brauchen halt noch Pharmazeutika. Diese Wann Tage des kommt die hierher? Erstaunens, Tage verblüffender Errungenschaften. Ihr fragt euch, was wir erreicht haben? Nun, unsere aufregende neue Technologie wird uns präzise berichten, was wir erreicht haben. Das ist die Zukunft. Sei gewahr, mein Volk. Kriminellen gilt meine. Und während wir aufblühen, stehen unsere Bemühungen unter dem. Manche beklagen, dass Kriminelle unsere Straßen beherrschen. Pah! Ich werde euch zeigen, was wahre Überwachung ist. Ihr werdet sicher sein wie eine Schildkröte in ihrem Panzer, die hier in Tropico übrigens auch als Delikatesse gilt. Ich danke euch, meine Freunde, denn ihr habt mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Ich bin stolz, Tropicos Präsidente zu sein. Viva Tropico! Viva Tropico, genau, also Penultimo hat Präsidente leider ab und zu ein bisschen das Wort abgeschnitten. So. Präsidente, Amerika. Nein. So, hier ganz schnell, weil ich habe hier nämlich blöderweise eine Verbesserung gekauft, die das Gebäude hier abgewürgt hatte. Und zwar wollte ich Atomwaffen! hier Haben Sie noch einen vollautomatische Platz in unserem Konsche, was Leben? auch immer das Oder bedeutet, sind Sie nur zu Vergnügen aus dem was die Haltegriff? Arbeitsqualität um 20 erhöht. Leider braucht das Gebäude dann aber 15 Megawattstunden Strom. Oder 15 Megawatt Strom auf jeden Fall. Und die hatte ich gerade noch nicht. Aber ich habe das jetzt mal genommen, weil ich dachte, das würde die Arbeitszufriedenheit ein bisschen nach oben bringen. Hat es vielleicht ein bisschen, aber so richtig ausschlaggebend war es Schlechte leider nicht. Handwerker beschuldigen Ihr Werkzeug. Ohne Was? Werkzeug können Sie es aber nicht beschuldigen. Ach Gott, es geht um den Diebstahl der Burg Kikone, ne? Jetzt wollen sie Leder und Stahl in der Kommandogarnison haben. Leder, oh Gott. Leder kann ich ja herstellen. Stahl ja auch. Leder verarbeitet Felle zu Leder. Dann stellen wir jetzt hier doch einfach mal. Machen wir das. Puh, wo machen wir das? Machen wir das hier unten? Ein Gerber. Stellen wir da hin. Und dann. Irgendwas, was Felle produziert. Was produziert Felle? Das ist eine gute Frage. Die Rinder. Ja, dann machen wir das doch gleich. Können wir gleich nehmen, hinstellen. Wird jetzt halt ein bisschen dauern, leider. Also, das hätte uns jetzt auch bei dem Weltwunderdiebstahl passieren können. Ich weiß nicht, ob das, also ob Burg Hikone immer so endet oder so
fortschreitet wie jetzt auch, dass ich so ein Leder brauche oder ob das Zufall ist, aber auf jeden Fall hätte es uns auch da passieren können, dass wir jetzt dann durch sowas ausgebremst worden wären. Gut, wir könnten das natürlich importieren, dann würde das alles nochmal ein bisschen schneller gehen, theoretisch, aber müssen wir ja nicht unbedingt. Jetzt haben wir hier eine Exporthandelsroute, sehr gut. Schokolade mit dem Nahen Osten, machen wir auch nur eine kleine Menge, weil wir wollen das ja schnell durchhaben. Dann haben wir 1-2 schon mal. Jetzt brauchen wir nur noch eine weitere Exporthandelsroute. Dann hätten wir die Mission tatsächlich schon geschafft. Die Schokolade, ja, die könnte tatsächlich demnächst soweit sein. Ich bin mir sicher, dass die guten Bürger von Tropico für euch... Ja, nee, braucht man nicht schummeln. Schau mal hier, 58% sind für uns, 12 für den Gegner und 29 nur unentschlossen. Also da haben wir jetzt überhaupt kein Problem erstmal. Das können wir wirklich so stehen lassen. So, Schokolade haben wir gleich eigentlich soweit. Zu den Waffen ist aber auch gleich soweit. Okay, also USA oder Russland, eine von beiden, wird uns zu unserer, zu unserem Sieg weiterhelfen. Ich weiß, dass ich... Die Sicherheitszufriedenheit brauche ich mir jetzt auch gar nicht mehr anschauen eigentlich. Nach El Presidentes Erdrutschsieg gibt eine offizielle Stellungnahme bekannt. Sie sind ein Regierungschef. Und Präsident, da haben wir sie. Gleichzeitig sogar. Sehr gut. Ihre blaue Arzneischokolade ist ein Hit. Alle, die sie probiert haben, waren vor lauter Genuss ganz benommen. So, haben wir jetzt hier einfach gleich noch die USA und Russland dazugenommen. Können wir jetzt hier alles höchstwahrscheinlich gleich fertig machen. Schauen wir mal, wie weit sind wir denn? Ganz kurz nochmal gucken. Schokolade 3,4 von 5. Schokolade 2,5. Also gut, die haben wir gerade erst angefangen. Natürlich ist das ein bisschen gesunken, die normale Schokolade, weil wir alles auf besondere Schokolade gestellt haben. Dadurch können wir natürlich keine normale Schokolade mehr herstellen. Das ist ja klar. Aber hier haben wir 1200 Einheiten Schokolade drin liegen. Schade, dass ich jetzt nicht selber festlegen kann, wer die bekommen soll. Besondere Schokolade schon 600 Einheiten. So, wer hat jetzt die bekommen? Ja, China natürlich komplett, die anderen gar nicht. Ist ja nicht so schlimm eigentlich. Mein Großvater. Nein, dein Großvater hat jetzt hier nichts zu melden, denn die Mission ist gleich zu Ende. Hoffe ich zumindest. Also, ich kann mich natürlich noch irren, das ist ja klar. Zigarrenplanken, Kokosnuss, hier unten haben wir Tabak und Zucker. Gangster, ich berichte, die Verstopfung ist... Aha, schaut mal an. Schaut mal an, die laufen doch alle gleichzeitig. Jetzt bin ich aber doch ziemlich verwirrt, ehrlich gesagt. Okay, gut, dann können sie doch alle gleichzeitig parallel laufen. Sehr gut. Freut mich, ich bin trotzdem verwirrt, wie das jetzt plötzlich doch sein kann. Aber es ist in Ordnung. Also, dann haben wir gerade zwei Diebstähle am Laufen. Spionageautos, Spionageboote, Spionageroller. Ohne coole Dinge, die man zerstören oder in die Luft jagen kann, ist man kein Geheimagent. Da hast du recht, aber Auto ist cooler wie ein Boot, darum liefern wir einfach Autos, die ich auch nicht herstellen kann. Also schaut mal, so kann es halt echt gehen. Wir hätten auch locker im Weltwunder stehen können und auch hier unsere Zeit, naja, vertrödeln ist falsch gesagt, aber auch das hätte sehr, sehr viel Zeit in Anspruch genommen. So, hier, bitte mal abtransportieren. Ich glaube, ich habe mittlerweile so viel hier in der Produktion, dass die Transportbüros das nicht mehr schaffen. Auf Anhieb sollten wir also vielleicht nochmal unterstützen. Oh, da stellen sich gleich ein paar Hütten auf, sofort. Nein, hier, jetzt Straße. Zack, fertig. Wie sieht es mit den Routen hier aus? China braucht noch 400 Einheiten und Russland.
Ja, braucht auch noch 1300 Einheiten. 535 besondere Schokolade ist hier in der Hafenanlage schon drin. Hier haben wir normale Schokolade gelagert. Jawohl, haben wir das schon mal fertig. Hier haben wir auch nochmal besondere Schokolade. Und natürlich normale Schokolade. Schauen wir mal. China müsste jetzt fertig sein. Oh, wollte gerade sagen, haben wir jetzt alle drei geschafft? Nein, wir haben nur China geschafft, aber okay. Russland ist mit der nächsten Lieferung fertig und der Mittlere Osten eigentlich dann auch gleich. Also wir haben es gleich komplett geschafft. Es ist jetzt nur noch eine Schiffslieferung, dann haben wir es komplett geschafft. Da nochmal... Huch, war da nicht gerade Schokolade drin gelegen? Ist egal. Kakao. Na los, Leute, hier besondere Schokolade, 600 Stück. Damit wäre Russland fertig. Dann können wir das hier noch umstellen. Es ist zwar total egal, weil es keine Auswirkungen mehr hat, aber wir stellen es jetzt trotzdem um. Was passiert ist, Präsident? Ein Durchbruch. Ich bin froh, dass Sie die richtige Entscheidung getroffen haben, Präsident. Gehorsam ist immer der richtige Weg. Damit hätten wir auch die, also hätten wir Russland geschafft, ich wollte schon die Russen sagen, aber nein, Russland haben wir geschafft. Und jetzt kommt hier noch der Mittlere Osten, der müsste auch gleich soweit sein. Wir haben ja die Schokoladenproduktion gerade voll nach oben getrieben, indem ich jetzt die zwei Fabriken, die besondere Schokolade hergestellt haben, auf Schokolade gestellt habe. Und damit sollte das jetzt hier wirklich furchtbar schnell gehen. Meine Hoffnung. Da hier 1000 Einheiten Schokolade, da sind es 300. Hier sind es auch 1300. Wahnsinn. So, und da oben stellen wir jetzt, glaube ich, dann noch eine oder zwei, drei Mietskasernen hin. Sagen, jetzt wird keine Schokolade mehr abtransportiert, oder? Das ist meistens so, dann, wenn man alles da fertig hat und man hat es nicht selbst unter Kontrolle, dann dauert das immer erstaunlicherweise ewig, bis mal das Zeug abtransportiert wird. Jetzt hier Schokolade liegt da unten drin, hier oben liegt auch schon Schokolade drin, okay. Da kommt gerade schon ein Schiff, da kommt das nächste Schiff, also wir haben es gleich geschafft. Hier, Mittlerer Osten möchte auch noch, dass wir eine Handelsroute, eine Exporthandelsroute erfüllen. Wir haben ja gerade einen am Laufen, also haben wir das jetzt hier auch gleich geschafft. Fast. Dann hier unten noch und dann hätten wir es aber. Oder? Nein, weil jetzt... Hey, warum wird jetzt die USA plötzlich beliefert? Das verstehe ich jetzt nicht, aber okay. Ah, Mist, dann dauert das doch nochmal ein bisschen länger. Shit. Das ist jetzt gemein. Ich weiß nicht, warum plötzlich die USA vorrangig beliefert wird. Liegt es vielleicht irgendwie an der Zustimmung oder so? Ach, schau mal, wir können sie alle gleichzeitig loben. Auch gut. Ich weiß nicht, wie Sie es sehen. Gar nicht, weil die Mission gleich beendet ist und ich jetzt hier, schau mal, die Sicherheitszufriedenheit habe ich auch noch gar nicht angeschaut, aber das brauche ich auch gar nicht, denn die Mission ist hier jetzt beendet, wenn dieses Hafen... Schiff, wenn dieses Schiff in die Hafenanlage einläuft, sehr schön. Chokiko-Schokolade ist eine Sensation, Präsidente. Wonkmeisters Traumfabrik musste Einschnitte machen und die Angestellten sind auf der Straße. Ich bin mir nicht sicher. Tanzen dort kleine Leute? Oder sind wir mit einem Boot auf einem Fluss der Verwirrung gefahren? Was ich aber mit Sicherheit weiß, ist,
dass wir einen Hersteller von ethisch hergestelltem, hochwertigem Konfekt in den Ruin getrieben und stattdessen billige, in Maissirup getränkte Süßigkeiten mit faulen Tricks vermarktet haben. Und all das für den Profit. Meere voller Limonade? Lebkuchenstrände? Präsident, es war viel, viel besser als das. Ihr habt es geschafft, Präsident. Der Sieg gehört uns. Ich meine, Ihnen. Wunderbar, damit hätten wir diese Mission gemeistert. Sehr schön, war wieder sehr witzig, hat sehr viel Spaß gemacht. Auch die Anlehnung an Charlie und die Schokoladenfabrik war sehr, sehr witzig. Und mit den Tourismusmechanikern haben wir jetzt doch nochmal was Neues kennengelernt. Und ich hoffe, wir können, na, in der nächsten Mission werden wir das, wie es aussieht, nicht verwenden können. Wahrscheinlich eher hier in Tropico Land. Das hört sich doch sehr eindringlich nach Tourismus an. In der nächsten Mission, jetzt dann aber erstmal der Piratenkönig, entdecken Sie die geheime, aber karge Insel El Presidente des waghalsigsten Abenteuers, unterstützt von dem jungen Freibeuter und Büchernarr Rodrigo Rodriguez und Penultimus bahnbrechendem Piratengeschichten, macht er sich auf, die sieben Meere zu plündern, um dieses trockene Fleckchen Land in ein wohlhabendes Piratenreich zu verwandeln. In diesem Sinne, ich danke euch wie immer fürs Einschalten und ich hoffe, wir sehen uns wieder in der nächsten Mission von Tropico 6. Bis dahin, macht's gut, viel Spaß und ciao.